Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen jetzt zum neuen CSGO Video. Und heute gibt es mal wieder ein kleines Overwatch. Ich würde auch sagen, wir laden sofort mal die Overwatch Demo. Mal schauen, was wir heute in diesem Fall hier bekommen. So Leute, wir haben ein Overwatch hier auf Mirage. Wir haben hier das Suspect in der 23. Runde mit Stats von 29, 2, 10, Kopfschussrate von 65%. Sind sehr, sehr gute Stats, muss ich wirklich sagen. Vor allem nach 23 Runden. Das ist echt sehr, sehr ordentlich. Er hat eine Deagle, das ist eigentlich so die perfekte Waffe, bei der man sehr schnell erkennen kann, ob jemand dann doch am Hacken ist oder nicht. Die Bombe liegt sehr, sehr offen, ein bisschen vor Action. Mal schauen, was er jetzt hier macht. Sieht so aus, als ob die CTs, die CTs haben die letzten Runden gewonnen, dementsprechend haben die Ts gerade zur Zeit einen Force bei. Also, Palace an sich ist eine sehr, sehr blöde Situation, wie wir hier sehen können. Insbesondere, wenn man nur eine Deagle hat und die Gegner haben volles Equipment. Er misst jetzt hier auch ein paar Schüsse. Also bis jetzt sieht es gut aus. Auch wenn noch nicht mal die erste Runde vorbei ist. Dann gibt er auch nur einen Legshot. Auch so insgesamt vom Up-Aim her und sowas. Er muss jetzt aber langsam sterben, nach 14 Sekunden auf der Uhr. Weil es macht eigentlich... Er geht zurück. Das ist interessant. Also sein Equipment hat aber einen niedrigeren Wert, als er jetzt hätte bekommen können. Ich glaube 1550 oder sowas war gerade sein Equipment wert. Okay, jetzt probiert uns Suspect hier was anderes. Geht jetzt Underground. Er steppt sehr viel, also theoretisch der Shortspieler müsste ihn gehört haben. Vielleicht hat er auch so sein Mate ist schon gecallt. So Mate, was machst du denn? Also einer ist noch oben Window, den hört er jetzt auch steppen, auch scopen. Das heißt, er weiß, dass es eine AWP ist. Mal gucken, ob jemand vielleicht runterspringt. Den hat er auch gehört. Die Deagle hat gerade nachgeladen. Dem Donkey gibt es ja auch einen schönen Headshot. Okay, er hat gerade Glück. Es ist gerade keiner Short. Oh, das war auch ein schöner Schuss. Den misst er aber. Also zwei gute Deagle-Schüsse. So, jetzt sehen wir eigentlich mal die richtige Action. Unser Suspect hat jetzt eine AK. Hoffentlich wurde er jetzt hier nicht gleich durch die Smoke geholt von unserem CT hier. Okay. Ich schieße durch die Smoke auf den CT. Kannst du machen, musst du nicht machen. Hat dem CT aber gar keinen Schaden gemacht. Da war die Wand, glaube ich, ein bisschen zu dick. Gucken, was er jetzt macht, ob er dem CT immer noch am Prefine ist. Das Cross Placement ist sehr, sehr miserabel gerade eben. Er hört ihn aber scopen. Das heißt, er weiß theoretisch, dass er da ist. Was macht er? Er könnte versuchen, eine Fake Flash mit der Glock zu machen. Da läuft auch gegen die Wand. Das ist gerade in eine sehr, sehr blöde Situation gekommen. Ich glaube, das B war ihm jetzt auch ein bisschen zu blöd. Geht jetzt hier mit der Scout rein. Der war nicht gecallt. Der war gar nicht gecallt. Da hat er auch nur Fokus darüber gehabt. Gar kein Fokus Short. Okay, wie er jetzt hier mit der Nate rumrennt. Du hast doch keine Ahnung, wo der CT war bis jetzt gerade. Warum rennst du denn da so komplett ohne eine Waffe rein? Okay, und da hat er leichtes Spiel. Boah, hat er jetzt aber gerade sogar am Anfang ein bisschen gemisst. Der eine Schuss Stairs war sehr gut. Was mich halt ein bisschen irritiert hat, war, also es kann zwar vielleicht sein, dass der eine CT da hinten in der Ecke gecallt war. Wenn nicht, hatte er einfach keinen Fokus mehr. Palace oder CT oder sonstiges. Auch jetzt gerade eben wieder. Er hatte eigentlich Stairs gerade abgeaimt, wollte schon aimen. Und jetzt, da der CT gerade Stairs hochgehen wollte, aimt er auf einmal Stairs. Also, es ist schon ein bisschen obvious, was er hier macht. Ja. Okay. Da jetzt auch gerade eben. Er wollte gerade eben Palace hochrennen. Und dann auf einmal aus heiterem Himmel läuft der CT, entscheidet sich doch zu pushen. Und aus heiterem Himmel auf einmal entscheidet er sich abzuaimen. Das hat er die letzten Runden nie gemacht, da von so weit hinten abgeaimt. Und das kannst du auch da nicht hören. Also, das ist gerade sehr, sehr auffällig, was er macht. Also, es sieht für mich echt auch teilweise aus, als ob er einen Warlock anhat. Auch jetzt hier auch. Okay, der Typ hat einen Warlock an, ja. Hat man gerade perfekt auch durchs Prefine gesehen. Den hat er jetzt auch sofort hier auf dem Schirm. Okay. Ja. Also, in den ersten Runden dachte ich tatsächlich, dass er clean war. Also da damit der... Jetzt auch, dass da hinten... der CT ist null gecallt. Sein Mate wollte schon die Bombe legen.
Also, da war kein Call und auf einmal entscheidet er sich aus heiterem Himmel, ich werfe da einen Molotow rein. So spielt keine normale Person. Also, der Typ hat Clan Warlock an. Also, als er schon B da durch die eine Wand geschossen hat, dachte ich mir schon, das ist weird, aber das hätte ein normaler Wallbang sein können, aber dass er jetzt so obvious am Reinhacken ist. Also, jetzt zum Beispiel auch, guck mal jetzt gerade sein Play im Vergleich zum letzten Play an. Jetzt auf einmal entscheidet er sich rein zu pushen. Mit der Deagle hat er ein absolut schlechtes Crosshair-Placement und erwartet jetzt keinen. Hätte er jetzt jede Runde einen erwartet, dann okay, aber so nicht. Vielleicht war er nach dieser 1B-Runde so getiltet einfach, dass er sich dann entschieden hat, halt richtig obvious reinzuhacken, um die halt die das Game wenigstens noch zu drawen. Also er hat auch sehr, sehr gute Stats, aber ich dachte am Anfang tatsächlich echt, dass er einfach nur ein guter Spieler war. Schade. Ich wollte auch. Wenn wir jetzt ja auch nochmal gucken, hier wieder ein bisschen durch die Wand geaimt. Oh, den misst er sogar. Also ich glaube sogar, ein Warlock hat er vielleicht sogar gar nicht an. Also hat seine gute Kopfschussrate und alles. Aber ich glaube, die kommt insbesondere auch daher, dass er eben genau weiß, wo die Gegner sind und dementsprechend schon voraimen kann und halt. Da kannst du dich natürlich ganz anders auch auf das Aim konzentrieren, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das gerade in Headshot war. Okay, der letzte CT steht jetzt hier hinten. Der Smoke, vielleicht gibt ihm jetzt absolut räudig noch durch die Smoke. Ah, komm, gib ihm absolut räudig durch die Smoke, komm, bitte. Ah, er macht's doch nicht. Schade. Ah, und gucken. Ah, okay. Ja, gut. Das hätte zu geil gewesen, wenn einfach der CT sich umdreht und ihm einfach das Brett seines Lebens drückt. Das wäre sehr zufriedenstellend gewesen. Ja gut, also er hat jetzt mittlerweile auch 42 Kills. Also wenn er jetzt noch mein Ace machen würde, 47 Kills im Matchmaking. Habe ich auch noch nie davor normal gesehen. Ah, okay, aber er drückt schon ordentlich Heads rein. Jetzt gibt er einfach alles. Jetzt gibt er einfach alles. Oh, Leute, jetzt wird's richtig räudig. Jetzt wird's richtig räudig einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Den T-Spawn hat er aber noch gar nicht gesehen einfach. Und die Zetis gewinnen die Runde, was? Was? Niemals. Oh mein Gott, das ist einfach zu geil. Einfach weil der Suspekt sich nicht in die eine Richtung gedreht hat und gesehen hat, eben durch den Warlock, dass da ein Zetis steht. Oh, das gönne ich den Cities einfach gerade zu sehr, Mann. Okay, also kommen wir zum Overwatch-Urteil. Also, der Dude hatte. Ich meine nicht, dass er tatsächlich einen Aimbot anhatte. Also, da drücke ich mal unzureichende Beweise rein. Dann beim Thema Sichthilfe, natürlich klar erkennbar. Bunny-Hop-Skript hatte er auch nicht an und er hat auch nicht gegrieft. Dann würde ich sagen, gehen wir das Urteil ab. Ich lade gleich die zweite Demo und dann sehen wir uns gleich in der zweiten Overwatch-Demo. Bis gleich. Okay, Leute, wir sind hier zurück im zweiten Overwatch in diesem Video. Wir haben Disrespect in der derzeit 20. Runde, auch auf Mirage wieder. Hat Sets von 26-1-14. Eine Kopfschussrate von 84%. Er und sein Mate pushen gerade Action rein. Es gibt zwei komische Sachen, die ich jetzt schon weird finde. Zum einen mal, wie er den Kiwi jetzt schon am Up-Aim ist, obwohl er noch nicht geschossen hat. Das heißt, er wusste, dass sich da ein T befindet. Und ich bin mir echt ziemlich sicher, dass der Kiwi ab einer gewissen Range nicht mehr gesteppt hat, auch so wie er jetzt schon aimt. Das sieht sehr, sehr auffällig aus. Zum anderen, Mate, was ist denn los mit deinem Money Management? Unser Suspect hat hier Dulies. Hat 13.850 auf der Bank. Das heißt, wenn sie die Runde gewinnen, bekommt er einfach nicht den kompletten Win-Bonus, weil er einfach zu viel Geld hat. Aber er hat keine Rüstung, keine Waffen, kein Kit und keine Nades. Sehr komisch. Vor allem, weil es die 20. Runde gerade eben war. Das heißt, eine wichtige Runde mit 11-9 da. Hä? Einfach nur hä? Hat dennoch eine MP Hyper Beast? Ein rotes Skin? Okay. No, unser Kiwi ist auch wieder Action drinne, vor allem auch seine Stats. Nach 20 Runden 27 Frags zu haben, eine 84er Kopfschussrate. Das sind sehr, sehr stabile Stats auf jeden Fall. Okay, aimt jetzt hier runter. Die Bombe liegt da. Da drüben ist ein T. Und dann läuft er und gibt's ihm im Laufen. So, der letzte T steht jetzt hier Sandwich mit der MAC-10. Ich hätte auch wetten können, dass er da schon auch ganz genau wusste, dass der T da steht. Vor allem auch sein Money Management. Er hat
Immer noch keine Nades. Und kein Kit. Obwohl er 16k auf der Bank hat. Und er spielt Duelies. Das ist wahrscheinlich das Weirdeste von allen. Er spielt heutzutage Duelies. Vor allem, er spielt nicht mal die M4. Er spielt die Duelies. In der Hochbusch, dann nimm doch bitte deine M4 in die Hand, Mate. Jetzt pusht er hier durch, mit dem Messer durch. Was macht er denn? Was macht er denn? Was ist das denn? Und jetzt hat er eine Autosniper gekauft. Ohne Rüstung. Ohne Kit. Und ohne Duelies. Der Typ macht mich fertig. Aber die Bs, die Ts pushen B. Das gibt ein Massaker, ja. Okay. Hol jetzt hier zwei Stück. Gib dem hier auch durch die Wand. Jetzt hier auch, der T steppt nicht. Und trotzdem entscheidet er sich überhaupt nicht, B-Apartments mehr zu schauen. Sondern aus irgendeinem Grund Underground. Wahrscheinlich riecht er ihn einfach. Also der Typ hat sowas von klar an. Also jetzt auch alleine, wie er jetzt hier gerade mit dem Messer T-Spawn komplett durchpusht. Es sind noch auf beiden Seiten 5 Leute am Leben. Es stehen 2 Ts hinten B-Apartments. Das kannst du einfach noch nicht lesen, dass die alle nicht auf A sind. Okay, da gibt es ja den ersten. Dem gibt es ja auch noch. Also ich habe gerade mal geschaut, weil der Heron gerade auch nach hinten geaimt hat. Und ich kurz mir vielleicht gedacht habe, dass es vielleicht ein Hacker gegen Hacker-Game sogar ist. Aber also von den Ts, es hat eigentlich keine auffälligen Stats. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass halt nur unser Suspekt hier am Hacken ist. Also allein schon die Stats sind ja eigentlich absolut lächerlich im Vergleich zu einfach allen anderen Personen auf dem Server. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das kein guter Spieler ist. Dass das vielleicht ein Silber-Game, kein Front gegen Silber ist. Oder irgendwas in einer niedrigen Elo. Einfach, weil er keine Ahnung vom Spiel hat. Also, ich glaube, Kevlar kaufte sich irgendwie nur so alle 2 Runden. Und ja, von Nades und sowas ganz zu schweigen. Auch so, du spielst keine Autosniper auf diese Art und Weise. Also, auch die Ts machen jetzt nicht den allzu kompetenten Eindruck. Also, es stehen 2 Leute mit Negev am T-Spawn, was... Ja, ne? Also, ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was unser Suspect jetzt gerade macht. Also, er hüpft irgendwie... Also, ich habe gar keine Ahnung, was er macht. Vor allem, es ist die 26. Runde, es steht 12-13 und er... Hüpft irgendwie ganz lustig hier am Spawn rum. Vor allem auch, die Bombe liegt hier. Es ist kein T-Spawn. Die stehen alle 3 hier. Aber die Bombe ist hier down. Also, hier ist doch irgendwie ein taktischer Fehler, dass in der 26. Runde einfach alle Ts auf dieser Seite von der Map sind, alle CTs hier und die Bombe hier liegt. Was machen die Ts denn? Was machen die denn? Die sind, glaube ich, komplett verloren. Die sind einfach komplett lost. Die haben bestimmt einfach richtig Angst. Und Suspekt und verstecke sich deswegen jetzt Apartments. Oh, die Armen. Was ist das denn schon wieder aus der Overwatch? Ihr habt doch nicht mal mehr richtig Zeit, die Bombe zu holen. Ich glaube, sie entscheiden sich einfach zu saven. Jetzt guckt mal wirklich die Ts an. Die laufen mir einfach nur auf und ab. Und der Dude chillt hier einfach. Also, weil der Dude aimt nicht mal, der aimt hier auch nach vorne. Das aimt nicht mal einer nach hinten ab. Was ist das denn gerade? Auf der T-Seite, einer hat eine Negative zuallererst mal, okay. Dann hat einer eine Shotgun, aber ohne Rüstung, mit 6700 auf der Bank. Und jetzt hier den ersten, es steht noch ein T-Apartments. Mal gucken, ob er den umpusht. Das könnte mal witzig werden, weil der T eine abgesägte Schrotflinte hat. Und die T's entscheiden sich auch nicht die Runde Palace zu chillen, sondern einen Argo zu machen. Also es steht immer noch der eine T-Palace drin, der hätte gerade die ganze Zeit eigentlich die Möglichkeit, uns Suspect hier einfach in den Rücken zu schießen, was er aber nicht macht. Ich habe keine Ahnung, warum er. Also warum er einfach null auch am Pieken ist. Und auch was die beiden Ts jetzt gerade machen, die chillen einfach gerade im Connector drin. Einfach beide. Ja, ne? Was jetzt auch unser Suspekt hier macht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was für ein... Was war das denn gerade? Also wirklich? Also, wir kommen zum Overwatch-Urteil, Leute. Wir kommen zum Overwatch-Urteil. Also der Typ hatte natürlich eindeutig an. Ja.
Und ja, Leute, ich würde jetzt auch sagen, nach diesem verstörenden Overwatch war es soweit mit dem heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne dem Video eine positive Bewertung dalassen. Was meint ihr zu den beiden Hackern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ja, wenn ihr es wirklich getan habt, könnt ihr auch noch gerne den Kanal kostenfrei abonnieren. Das war es soweit mit dem heutigen Video, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao!